Hallo, liebe Menschen in Jena. Ich bin gerade in eurer wunderschönen Stadt unterwegs und zwar mit unserer Direktkandidatin Elena Sanyer-Güngör für den Wahlkreis 38. Wir sind hier gerade in Jena-Lobeda und klingeln hier an den Haustüren und fragen die Leute, was sie eigentlich so bewegt. Hi, wir haben Informationen zur Landtagswahl für Sie. Dürfen wir reinkommen? Lena, was ist denn das Thema, das uns hier am häufigsten bisher begegnet ist? Ja, danke dir, Heidi. Eins, was uns ganz besonders häufig genannt wird, ist natürlich das Thema Mieten. Eins der zentralen Themen bei unserer wunderschönen Tallage sind die Mieten und die hohen Preise, die sehr, sehr viele Haushalte belasten. Jena ist in Ostdeutschland neben Potsdam die Stadt mit den höchsten Mieten. Und da fragt man sich ja so ein bisschen, was haben die anderen Parteien da denn so für Lösungen parat? Und dann muss man sich anschauen, was wollen wir als Linke? Wir wollen eine Deckelung der Mieten, wir wollen mehr sozialen Wohnungsbau und wir wollen eine Landeswohnungsbaugesellschaft. Das sind alles Vorschläge, die dafür sorgen würden, dass deine Miete auch wirklich sinkt. Und ich sage mal so, Lena kämpft dafür nicht nur seit 5 Jahren im Landtag, sondern sie war vorher auch hier unsere Fraktionsvorsitzende im Stadtrat Jena, ist auch immer noch Stadträtin und da im Ausschuss für Stadtentwicklung. Das heißt, sie kennt das Thema wirklich auf allen Ebenen. Und ich sage mal so, genau die Leute brauchen wir auch, damit sie sich hier für ein solidarisches Jena für alle einsetzen kann. Und aus dem Grund sage ich ganz klar, am 1.9. beide Stimmen für Lena und für die Linke.